Nummer 1. Beim Geruchstest eines Duftes solltest du dir Zeit lassen. Parfüms und Eau de Toilette entfalten ihr Aroma über Kopfnote, Herznote und Basisnote, welche zeitlich versetzt in Erscheinung treten. Die meist schnell verfliegende Kopfnote allein kann trügerisch sein. Zweitens. Wisse um den Unterschied zwischen Eau de Cologne, Eau de Toilette und Eau de Parfüm. Diese beschreiben die Duftkonzentration, wobei erstgenanntes die geringste und letzteres die stärkste Konzentration aufweist. Die verschiedenen Arten schlagen sich meist auch in puncto Duftdauer, Silage und Preis nieder. Bewahre deine Düfte an einem kühlen und dunklen Ort auf. Erhöhte Temperatur und direkte Einstrahlung von Sonnenlicht führen zu chemischen Reaktionen des Wassers, welche der Qualität abträglich sein können. Direkt nach dem Duschen ist nicht der beste Zeitpunkt, um Parfüm aufzutragen, da die Öle so schnell durch die geöffneten Hautporen eindringen und ihre Wirkung verlieren können. Entweder du wartest ein wenig oder du wendest unmittelbar nach dem Duschen eine duftneutrale Feuchtigkeitscreme, zum Beispiel Vaseline, an, bevor du den Duft aufträgst. Fünftens. Zum Auftragen des Duftes reichen 5 Sprühstöße aus. Hals vorne links, vorne rechts, Hals hinten, Handgelenk mit anschließendem Auftupfen gegenüber und einen unter das Hemd bzw. Shirt. Der Sprühabstand sollte ca. 15 cm betragen. Außerdem, dein Duft ist kein Intimspray. Verwende hierzu als dafür deklarierte Produkte. Bei einigen sehr schweren und intensiven Düften, wie zum Beispiel Terre d'Hermès, reicht oft ein einziger Sprühstoß aus. Sprühe hierzu einmal kräftig vor dir in die Luft und laufe geradewegs durch diese Duftwolke. Wenn dein Duft dich nach einer Stunde selbst stört, dann ist er definitiv zu stark oder du hast zu viel aufgetragen. Siebtens. Um die Duftdauer zu erhöhen, kannst du zusätzlich 1 bis 2 Sprühstöße auf deinen Kamm geben, mit dem du anschließend deine Frisur in Ordnung bringst. Zudem sind Düfte mit einer Basisnote aus Zitrusakkorden eher nachteilhaft, da sich diese sehr schnell in Luft auflösen. Achtens. Da die Düfte und Duftnoten doch recht unterschiedlich sind und verschiedene Anlässe, wie ich finde, auch nach verschiedenen Düften verlangen, solltest du dir eine kleine Kollektion zulegen. Mit 3 bis 5 verschiedenen Parfüms bist du für den Anfang schon recht gut aufgestellt. Lege dir deinen eigenen Signaturduft zu. Die Wirkung des Duftes auf andere steigt mit dem Selbstbewusstsein, mit dem du ihn trägst. Teste einfach die verschiedenen Noten und du wirst früher oder später feststellen, dass es mindestens einen Duft gibt, der deine Persönlichkeit voll und ganz widerspiegelt. Nummer 10. Abonniere meinen YouTube-Kanal. Hier teile ich nicht nur regelmäßig Parfüm- und Dufterfahrungen mit dir, sondern auch andere grandiose Anregungen für Mode, Selbstbewusstsein und alles, was Männer noch so interessieren muss. Übrigens sind gute Düfte nicht immer unbedingt die am meisten gekauften. Wirf einen Blick auf 6 Empfehlungen, die kaum einer kennt, die aber das Zeug zum Klassiker haben. Lass es mich gerne wissen, wenn du was hinzufügen willst und vielleicht auch, welche Düfte du einfach atemberaubend findest.